Hallo. Hallo. Ich kenne dich noch vom letzten Jahr, gell? Bist du die Tamara? Ja. Ja. Jetzt war ich allein bei dir, gell? Ja. Ja, und heuer habe ich den Krampus mit. Damit du den auch einmal siehst, wie der ausschaut, gell? Schaut aber recht grausig aus, gell? Oder? Aber er war der Bravste. Den habe ich extra ausgesucht, weil er der Bravste von allen war, gell? Ja, und der tut auch nichts, brauchst du keine Angst haben, er macht nur so, gell? Aber er tut dir nichts, gell? Gut, Tamara, traust du dich einmal zu mir herkommen und zum Krampus? Ja. Traust du dich das? Mhm. Super. Traust du dich dem Krampus einmal die Hand zu geben und hallo? Hallo. Hallo. Sehr schön, bravo. Du bist ja ganz, ganz tapfer und mutig, gell? Gut, Tamara. Haltest du bitte meinen Nicolo stecken? Dankeschön. So, weil du ihn haltest, gell, frage ich dich nochmal, du gehst in den Kindergarten, ja? Und wie gefällt es dir im Kindergarten? Lustig. Lustig, ja. Was lernst du denn alles im Kindergarten? Singen. Singen, ich glaube, da habe ich was gehört, gell, von meinen Enkeln, die haben dich beobachtet, dass du ganz, ganz toll singen kannst und reimen tust du ja auch gern, gell? Das haben die Engel mir zugeflüstert. Du, darf ich dich einmal etwas fragen? Hast du Lust? Du musst nicht, wenn du nicht magst. Aber vielleicht hast du Lust. Kannst du vielleicht mir irgendein Lied vorsingen? Magst du das? Und magst du auch für deine Eltern auch vorsingen? Und für den Krampus? Ja, dann freut er sich vielleicht. Der hat eh nicht viel Freude, gell? Mach mir immer mal eine Freude. Mhm. Okay, was singst du denn vor? Was singst du denn für ein Lied? Das ist schön. Okay. Leg los, Tamara, super. Und ich helfe dir halt. Lustig, lustig, tra-la-la-la-la, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Bravo! Ja, das ist schon ein Applaus wert, oder? Ja, bravo! Ja, ganz, ganz mutig. Voll den Krampus, ja. Das gefällt sogar ein Krampus, da. Der wird sich das merken. Ja. Nächstes Jahr, wenn wir wiederkommen, fragst du ihn, ob er das Lied noch kann. Ja. Dann muss er singen, oder? Mhm. Aber das würde nicht gut klingen, der hat eine ganz tiefe Stimme. Mhm. Hm? Ja. Du, was ich noch weiß von dir, soll ich dir das verraten? Mhm. Ja? Bist du neugierig auch? Mhm. Ja? Okay. Du tust so gern dein Zimmer aufräumen, du hast eine ganz eigene Technik, habe ich gehört. Mhm. Stimmt das? Mhm. Ja? Ganz toll, fein so. Das freut auch deine Eltern, glaube ich. Ja, die wollen das auch, dass du das vielleicht weiter behältst. Ja? Mhm. Und vor allem, du magst deinen Eltern, so wie letztes Jahr auch schon, sehr, sehr große Freude. Viel Freude und große Freude. Ja? Mhm. Weil er eben total drauf ab ist. Ja? Mhm. Finde ich ganz, ganz toll. Ja? Und ich finde, dass das auch einen Applaus einmal von den Eltern wert ist. Dass du auch einmal einen Applaus kriegst fürs Bravsein. Darf das? Ja. Die Oma ist auch dabei mit dem Klatschen, ne? Ja, Oma ist auch überzeugt davon, gell? Hm? Du, noch was. Mhm. Letztes Jahr war es noch nicht so weit, aber zu mir ist da jemand hergeflogen gekommen. Du kennst ja, weißt du, da redet man und erzählt sich von der Zahnfee so viel. Mhm. Die kenne ich aber. Die ist zu mir gekommen, die ist hergeflogen zu mir und hat mir was erzählt von dir. Was glaubst du? Dass ich zwei Wackelzähne habe. Genau. Und jetzt wartet sie schon drauf, dass wenn sie ausgehen, dass du sie vielleicht unter den Polster hineinlegst, unter dein Kissen. Mhm. Vielleicht tauscht sie die aus gegen etwas Gutes oder gegen was Tolles. Hm? Mhm. Wenn der Zahn heraus ist, dann schön waschen, sauber machen und unter das Kissen hinein. Gell? Mhm. Und du
über Nacht, dann vielleicht tauscht sie das aus. Ja? Dann ist zwar der Zahn fort, aber eine Überraschung wieder dafür da. Ja? Ja? Du? Weißt du was? Und jetzt habe ich noch eine große Bitte. Kannst du vielleicht mir helfen? Weil, weißt du, ich bin ja auch schon ein alter Mann. Nicht mehr so gelenkig und nicht mehr so kräftig. Jetzt werden wir den Krampus niederknien lassen. Und wir zwei werden gemeinsam, wenn du so lieb bist, Geschenke austeilen. Und da schauen wir mal. Kommst du zu mir mit? Für wen wir etwas mit haben, das haben wir auch. Als erstes haben wir mal für die Mama etwas mit, gell? Danke, und das nächste für den Papa. Mhm. Dankeschön. Dann haben wir noch für die Oma. Und jetzt weiß ich nicht, wie es für dich ausschaut. Glaubst du, habe ich da auch etwas mit? Glaubst du? Schauen wir mal. Boah. Also der Krampus, der hat sich da ganz schön Mühe gegeben, das alles zu tragen. Ja? Schau, und die Enkel haben sogar zweimal draufgeschrieben, Tamara. Ganz toll, ja? Bitte. Ja. Du, Tamara, dann habe ich noch eine große Bitte. Kannst du schon ein Gebet? Noch nicht. Oder ein Gedicht? Was für ein Gedicht hättest du denn nur so auf Lager? Was fällt dir denn in der Schnelle ein? Könntest du vielleicht eines aufsagen? Fällt nichts ein in der Schnelle, gell? Zu aufgeregt? Ja, das glaube ich, gell?